Moin, hier ist wieder euer Dirk von der Kuhfamilie aus dem Landkreis Oldenburg. Heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir unsere Oldtimer wieder mobilisieren. Wir haben vor, kleine Hochdruckballen zu machen. Alles Weitere seht ihr jetzt. Hier auf dem Feld angekommen. Wir haben hier noch ein paar Deiche liegen gelassen. Außen und zu haben wir Quaderballen gemacht. Die sind zum Verfüttern an die Kühe und in den Liegeboxen zum Einstreuen. Das sind große Quaderballen als Häckselballen. Und jetzt werden wir Hochdruckballen machen. Da kommt die ganze Familie mit in Einsatz, weil ich es alleine nicht schaffen kann. Auf unserem Milchviehbetrieb machen wir immer kleine Strohballen. Die sind sehr handlich, da können wir alle mit umgehen und da können wir die Kälber-Iglus sehr gut mit einstreuen. Und wie ihr seht, gefällt es den Kälbern auch sehr gut. So, ein anstrengender Tag geht heute zu Ende. Wir haben unsere Hochdruckballen verstaut. Tschüss, sagt eure Kuhfamilie aus dem Landkreis Oldenburg.